Heute ist Erntedank für die Menschen auf dem Land eine Selbstverständlichkeit. Für die Menschen in den Städten jedoch etwas Ungewöhnliches. Für sie wachsen die Äpfel nicht auf den Bäumen, sondern sie finden sie in den Regalen des Supermarktes. Erntedank ist das älteste Fest der Menschheit. In einem jüdischen Gebet heißt es: Wir danken dir unaufhörlich für die Wunder, die du uns tust. Wer so betet, für den ist nichts selbstverständlich. Weder das frische Brot auf dem Tisch, noch die frischen Früchte, die es zu jeder Jahreszeit gibt. Wer so betet, für den ist nichts selbstverständlich. Der weiß, dass er sich verdankt. Der weiß, dass er auf einer Erde lebt, in der einer vom anderen abhängig ist. Der weiß, die Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens.